Also, wir gucken uns jetzt auch das Video von Carina an. Ja, es ist anstrengend. Den Account hat sie übrigens nur gemacht für dieses Video. Ich werde also wahrscheinlich in der Beschreibung was anderes verlinken. Er ist ja schon fair, man muss sich schon beide Seiten anhören, ne? Sache jetzt überhaupt noch was sagen soll, da ich mir ehrlich Ja, hat safe gesagt geschmeckt, oder? mittlerweile Ja, schon hoffentlich. ziemlich albern vorkomme, dass ich mich hier rechtfertigen muss. Aber letzten Endes kann man die Sache, glaube ich, nicht einfach so im Raum stehen lassen. Und ich möchte am Ende des Videos allgemein zu der ganzen Debatte noch mal was sagen und jetzt am Anfang natürlich einmal auf das Video von ApoRed gegen mich eingehen, indem er mich als Lügnerin entlarvt und angebliche Beweise dafür liefert, indem er mich darstellt, als hätte ich mir 2016. Ja, also ich muss auch sagen, also ich weiß, ich finde jetzt Carina auch nicht sonderlich hübsch. Das ist jetzt so gar kein Front, aber mir gefällt so dieses, ja, dieses so übergeschminkte halt einfach nicht, ne? So dieser schwarze Lippenstift und diese überbemalten Augen und so, ist auch nicht so meins, um ehrlich zu Das sein. Ganze einfach random ausgedacht und komme dann nach 4 Jahren mit einem krankhaften Hass auf ihn an, um ihm irgendwie zu schaden, als hätte ich nichts Besseres zu tun. So, das wird jetzt auch das letzte Video sein, denn ich denke, so ein Hin und Her bringt einfach nichts. Da kommt man nicht auf den Nenner. Da sage ich zum Ende hin auch noch mal was dazu. Aber ja, starten wir mal mit dem Video von ihm, wo ich was gerne zu sagen möchte. Und zwar analysiert er in seinem 50-Minuten-Video fast so 20 Minuten lang das Video, das ich auch schon in meiner Story erwähnt hatte, wo man sieht, dass wir im Raum sind. Das ist ja ein kleiner Eindruck gewesen von dieser Schminksituation auf der Gangtour. Und er analysiert das Video, wer da was sagt, guckt, ob er da eine Cola trinkt und sonstiges. So, ich gehe jetzt rein. Ich setze mich hin und achtet mal bitte jetzt, ganz wichtig, Freunde, die Details sind ganz wichtig. Ich habe jetzt hier so ein Sandwich in der Hand, ich glaube mit einer Gurke drauf oder so. Die Information ist sehr wichtig, weil ich bin ohne Getränk reingekommen. Diese ganzen Informationen sind wirklich bitte sehr wichtig für die Schlussfolgerung. Jetzt habe ich auf einmal ein Getränk in der Hand, ne? Sie ist schon im Gesicht blau angemalt worden. Ich bin bei diesem Cut hier rausgegangen und habe mir was zu trinken geholt, und zwar eine Cola Zero. Das Ding ist aber, das tut überhaupt gar nichts zur Sache, weil das gar nicht die Situation ist, über die ich geredet habe. Ich habe nur über diese. Aber hat sie nicht in diesem einen Chatverlauf gesagt gehabt, dass Operate die ganze Zeit im Raum gewesen ist? Ich meine, wenn er den Raum verlassen hat und wieder reingekommen ist, dann ist es ja nicht. Also ist es ja schon auf jeden Fall Indiz, dass sie in den Chats halt nicht die Wahrheit gesagt hat. Situation geredet, als ich mit ihm allein war, einmal diese 5 Minuten, als ich die Schminksachen schon weggeräumt habe, und die Situation, als ich nur mit den Fans und nur ihm alleine war. So, über die anderen Situationen habe ich gar nicht geredet. Da habe ich lediglich zugesagt, dass wir vorher da keinen Kontakt in irgendeiner Weise hatten. So, man sich quasi auch ignoriert hat, kann ich sagen. Deswegen macht das gar keinen Sinn, dass er da 20 Minuten irgendwie versucht, sich was aus den Fingern zu saugen, weil das Video beweist als einziges nur, dass wir beide an dem Tag an der Gangtour in diesem Raum waren und ich da geschminkt habe. So mehr hat dieses Video an Beweisen nicht zu bieten. Dann gibt es noch eine Sache, dass er da die anderen Leute mit reinzieht und Namen nennt, wie zum Beispiel Sabibo. Ja, wir können das alle bestätigen. Und es gibt auch Zeugen. Und nicht nur ein, zwei, es gibt vier Zeugen. Vier Stück, die Hier, also Carina überleg aussagen mal. würden. Ja, ich habe mal Sabibo gefragt. Okay, hi Liebes, ich kann mich da nur dran erinnern, habe auch nichts bestätigt oder sonst was. Also an die Kampagne kann ich mich noch erinnern, aber weder an den Raum noch dass Upgrade dabei war. Tut mir leid, dass ich nicht helfen kann. Okay. Also irgendwie kann die das nicht Gut, die kann bestätigen. ich schon mal Das nicht ist auch nicht bestätigen. das Aber das erste. ist ja auch genau das, was ich halt auch gesagt habe. Es wäre gut, wenn die Leute, die halt in dem Raum waren, sich halt einfach mal dazu äußern und sagen, was halt Sache ist, so, ne? Und das ist ja schon mal cool, dass wir jetzt halt eine Person haben, die sich dazu geäußert hat, und wir wissen, dass sie nichts weiß. Mal, dass er das macht, denn in dem Silvi-Video hat er auch einfach Zeugen genannt, wie zum Beispiel KuchenTV, der sich angeblich an seine Anziehsachen erinnern kann. Ich habe bei diesen Events euch auch einen Kuchen-TV kennengelernt. Übertrieben korrekter Typ gewesen. Der kann Danke, sich Bruder. wahrscheinlich auch hundertprozentig daran erinnern, dass wir komplett weiß bekleidet waren. Und KuchenTV sagt dann aber: Lustigerweise weiß ich tatsächlich nicht mehr, was er anhatte. Kann sein, dass es was Weißes war, aber ich glaube, das war so eine schwarze Lederjacke oder so, Digga. Keine Ahnung. Also ich weiß es tatsächlich nach 3 Jahren auch nicht mehr. Und da kommen wir schon zu einem sehr wichtigen Punkt, und Ja, also, zwar. es ist halt einfach, ich habe mich tatsächlich halt nicht mehr dran erkannt. Also es gibt wohl ein Foto von uns, und deswegen glaube ich einfach mal, dass er was Weißes anhat. Also es. Aber, ja, gut, wenn ich jetzt drüber nachdenke, doch, kann schon gut sein, dass er was Weißes hatte. Also ich bin mir eigentlich zu 90% sicher, aber so, wenn der mich jetzt so aus dem Nichts fragt, ne, so, dann hätte ich das jetzt halt nicht gewusst. Aber es gibt wohl auch ein Foto von uns, was es halt ja gibt. Also ich kann mal gucken, vielleicht, komm, wir machen das jetzt einfach mal.
Ich werde jetzt das tatsächlich so machen, dass bei Gina, ich habe das Gina mal gesendet. Ich weiß nicht, ob in meinem Handy jedes Foto eingespeichert ist. Also ich und Gina sind schon länger zusammen, ne? Da schickt man sich auch mal Nudes rum. Ich gehe einfach mal komplett zurück. Ich weiß nicht, ob das bis 2016 geht. Ja doch, Digga, hier, 2016 war das ja, ne? Hier muss ja irgendwo das Foto sein, wo ich ApoRed getroffen habe. Was ist das denn, Alter? Ihre Beine oder was? Oh la la, was wird denn, was sehe ich denn hier für Fotos? Digga, krank, Alter. Hier ist einfach, das bin einfach ich und mein Nymphensittich, Alter. Das muss ich euch aber zeigen hier. Digga, heftig, oder? Krank, Alter, der Tierfreund wieder am Start. Okay, jetzt muss ich nur überlegen, wann das war. Wahrscheinlich ein bisschen später, nehme ich mal an. War das nach dem Urlaub? Wann war denn das? Wann waren wir im Urlaub, Digga? Gute Frage. Ich kann ja eigentlich gucken, ne, wann das war. 14.10.2016. Nee, das war früher, ne? Das war doch irgendwann im Juni. Wann ist das hier? 3.8.? Okay. Nee, tatsächlich ist das nicht drauf. Das erste Foto, was ich habe, ist das, wo Katja Krasavice sich freut, dass da Zuschauer sind. Ah, nein, Digga. Das erste Foto ist vom 26.07. Verdammt, Digga. Scheiße, Alter. Nee, habe ich tatsächlich leider nicht mehr. Das Einzige, was ich noch versuchen könnte, ist zu suchen nach ApoRed und nach hinten zu gehen. Das wäre so das Einzige. Habe ich es noch wem geschickt? Ich glaube nicht, Alter. Habe ich das Gaffi gesendet? Aber wir haben auch nie über ApoRed geschrieben, tatsächlich. Also, es gab nicht einen einzigen Chatting so. Warte, da machen wir. Ich gucke mal im Gaffi-Chat. Weil Gaffi weiß ich auf jeden Fall, dass der auch mit dabei war. Vielleicht habe ich ihn das ja so aus Dings geschickt. So, weißt du, oh, guck mal hier, Digga. ApoRed. Sieht aber auch nicht so aus. Die haben ja auch schon 185 Bilder rumgesendet, Hälfte von Ikari haben ja moin, Digga. Nee, auch nicht. Okay, ich finde es leider tatsächlich nicht mehr. Aber es kann tatsächlich schon gut sein, dass er was Weißes anhat. Also wenn ich jetzt so ganz tief mich erinnere und mal so den Abend Revue passieren lasse, kann schon gut sein. Aber ich hätte das jetzt auch nicht sofort gewusst. Also. Zu der manipulativen Rhetorik, die er nutzt. Er wirft Sachen in den Raum und tut so, als wäre das bestätigt. Da ist das Video mit voll, dass er irgendwelche Sachen sagt wie. Wisst ihr, was das Lustige ist? Alle haben gesagt, okay, Red hat da Scheiße gebaut, aber er hat sich ja wenigstens dafür gerade gemacht, entschuldigt. Ja, eben, es geht ja auch nur darum, ob man sich dran erinnern kann. Jeder, wirklich ausnahmslos. Boah, ich meine, das Ding ist ja auch, was man nicht vergessen darf, ihr müsst euch auch mal vorstellen, Sylvie sitzt da ja an der Bar, so, das heißt, sie sitzt vielleicht so wie ich hier oder der Tisch. Können wir noch höher machen, so. Er macht eh keinen Unterschied, so diese Zeit höher. So, das heißt, wenn sich die Leute halt dazu sehen, ersetzen, du siehst ja quasi nur den Oberkörper so. Du siehst ja die Hose und die Schuhe halt gar nicht. Das heißt, selbst wenn beide oben weiß angemalt sind oder weiße Sachen anhaben, dann beweist das ja auch immer noch nichts, weil sie den unteren Teil gar nicht gesehen hat. Und ob man sich da 4 Jahre später dran erinnert, schwierig. Jeder hat geschrieben, jeder kann Lügen erzählen auf WhatsApp. Und das machen heutzutage einfach sehr viele Menschen leider, wie man ja hier hört. Es hat sich einfach herausgestellt, dass du damals deine Freunde belogen hast, ne? Aufgrund der Missgunst. Und ich bin auch wirklich gespannt auf die Meinung der YouTuber. Bitte seid auch nicht so parteiisch. Nur weil ihr vielleicht mich nicht mögt oder so. Ihr habt wirklich ganz klare Fakten jetzt hier gehört. Das sind ja keine aussagekräftigen Sachen, die er da erzählt. Und es ist letzten Endes eine Lüge, Leute als Zeugen zu nennen. Und die Leute können das aber gar nicht bestätigen. Er wird sie nicht mal gefragt haben. Und das ist eine Sache, die geht gar nicht. Es ist eine offizielle, aufgedeckte Lüge. Wenn er sagt, KuchenTV kann sich an meine Klamotten erinnern und KuchenTV sagt dann aber, nee, stimmt gar nicht. Und da frage ich mich, wieso werde ich als Lügnerin hingestellt, beschimpft wie sonst was, und zwar aufs Übelste. Naja, gut, aber ich meine, da ist ja, also ApoRed hat ja in dem Moment eigentlich nicht mal gelogen, sage ich mal, sondern er selber ist ja davon ausgegangen, dass man sich halt einfach daran erinnert, dass wenn man komplett im Weiß halt dahin geht, dass man sich dann halt auch noch später daran erinnert. So, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich persönlich achte halt auch generell nicht so auf die Klamotten, die andere tragen, so, das ist mir eigentlich ziemlich egal, so, ne, solange man jetzt keine zerfledderten Sachen oder sowas anhat. Aber er selber ist ja einfach davon ausgegangen, dass dadurch, das ist ja schon sehr auffällig eigentlich komplett weiß, dass man sich halt auch noch Jahre danach halt daran erinnert. Aber so heftig ist das da von ApoRed halt leider auch nicht, ne? Beschimpft. Also es ist unfassbar, was ich an Hassnachrichten reinkriege, obwohl mir nicht eine einzige Lüge nachgewiesen werden kann. Ihm können aber Lügen Ja, also wie nachgewiesen gesagt, für mich ist es keine Lüge so. werden. Und das wäre, wenn man seine Laufbahn anguckt, ja nicht das erste Mal. Das ist bei mir nicht der Fall, dass man irgendwelche Lügen mir nachweisen kann. Und das ist halt schon ein trauriger Punkt, dass ich aber als die Lügnerin hingestellt werde, obwohl es gar keine Beweise Ja, das belegt. ist so das Einzige, was ich tatsächlich auch bei ihr fühle, ist halt wirklich, dass ApoRed in der Vergangenheit wirklich schon mega viel Scheiße gebaut hat. Sehr oft seine Fans belogen hat und so weiter, ne? Und ja, das halt jetzt schon wieder dann eine Sache ist, wo das halt durchaus sein könnte. Klar, aber trotzdem,
Also ich finde gerade so bei Dingen wie sexueller Belästigung oder so, finde ich schwierig dann zu sagen, ja okay, aber der hat ja schon mal gelogen, so, weil ich sag mal, wenn du jetzt lügst, zum Beispiel bei Pranks oder bei Videos, ist das ja immer noch mal was ganz anderes, als wenn du lügst, wenn es um sexuelle Belästigung geht. So, weißt du, also das ist ja ein ganz anderes Level, so sage ich jetzt einfach mal. Oder sonstiges gibt, sondern einfach nur Aussagen von ihm, die sagen, ja, ja, die können das alle bestätigen, können sie aber gar nicht. Oder zum Beispiel die Tatsache, dass ich mich angeblich verhaspelt hätte oder gelogen hätte, was dieses Klo angeht, dass ich in dem einen Video irgendwie gesagt hätte, dass er die ganze Zeit beim Schminken dabei war und in einem anderen Chat mit Freunden gesagt habe, dass er auf Klo war und dann halt diese Belästigungsstory losging. Genauso widersprüchlich war, wo du erstmal in deiner Story meintest, ja, wir waren alle in dem Raum drin, jeder ist weggegangen. Ne? Bis auf Red ist da geblieben. Aber in der Chat hast du gesagt, Red ist auf Toilette gegangen. Und dann, wo wahrscheinlich dann alle weg waren, bin ich dann gekommen und da warst du alleine und ich habe dann die Gunst der Stunde ausgenutzt, okay? Und er stellt das da, als hätte ich in einem Chat gesagt, er war die ganze Zeit nur bei uns. Und im anderen Chat hätte ich gesagt, ja, der war irgendwo auf Klo, irgendwo da in der Location, sonst wo. Aber was er nicht erwähnt, ist, dass dieser Raum so aufgebaut ist. Hier unten ist die Tür, die Eingangstür, die sieht man auch in dem Video. Hier sind diese Sessel, Stühle, wie auch immer. Ne? Da ist das Fenster, hier ist der Schminktisch, wo ich geschminkt habe. Und genau da ist das Bad. Man sieht sogar in dem Video den Eingang da von dem Bad. Und das kann man auch an der Location Astra Kulturhaus in Berlin nachprüfen, dass das Bad zu diesem Darsteller-Backstage-Bereich gehört, wo sich Leute... Krass, Alter, ne? Da hat einfach jemand einen Backstage-Bereich mit eigenem Bad, Digga. Wie heftig ist das eigentlich? Fertig machen. Ja gut, jetzt müsste man halt gucken, was sie halt dazu geschrieben hat. Ne? Ob sie einfach nur gesagt hat, okay, der ist aufs Klo gegangen, was ja dann diese Toilette sein könnte. Oder ob sie sagt, er ist rausgegangen zum Klo. So. Umziehen, wie auch immer. Und da gehört das Bad auch zu. Ich habe nie behauptet, dass er da irgendwo rausgegangen ist wie sonst was. Und selbst wenn dem so wäre, man muss ja überlegen. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass Upright da ein bisschen übertrieben hat und halt eher... das falsch aufgefasst hat, sage ich mal nochmal einen Punkt, war, sie hat beides gesagt, Klo und dass er da geblieben ist. Ja, aber hat sie gesagt, er ist rausgegangen aus Klo? Also wirklich, dass sie gesagt hat, er ist rausgegangen quasi aus diesem Raum, dass das auch aus dem Chat kommt so. Sie hat nur auf Klo geschrieben. Ja, siehst du, das ist ja dann wieder was anderes, ne? Er ist auf Klo gegangen, hat sie geschrieben. Ja gut, aber auch wenn dieses Klo in dem Raum ist, dann ist er ja aufs Klo gegangen. So, dann hat sie ja nicht gesagt, dass er aus dem Raum rausgegangen ist, so. Ich weiß nicht, also wenn sie zwei verschiedene Aussagen gemacht hat, dann lügt sie hier. Wenn sie aber nur gesagt hat, dass er aufs Klo gegangen ist, ohne dass er jetzt zwangsweise den Raum verlassen musste, dann hat sie nicht gelogen. So, das müsste man halt nachgucken. Aber es ist KuchenTV-Uncut und Twitch. So, ich werde jetzt nicht 500 Chatverläufe durchgehen, Alter. Das ist mir nicht mal ein KuchenTV-Video wert. Ich glaube einfach mal, Carina, dass sie das nicht geschrieben hat und das ist immer der beste Weg. Dass dieses Video ein paar Minuten lang ist. So, wir waren aber um die 2 Stunden in diesem Raum. Und echt? Wenn ich sage, er war beim Schminken ganze Zeit so dabei, wenn er in den 2 Stunden noch was, dann mal einmal kurz auf Klo geht oder selbst wenn er sich da einmal kurze Cola geholt hat, das sind überhaupt gar keine Beweise und es tut letzten Endes nichts zur Sache, vor allem nicht, wenn er auch noch unterschlägt, dass das Bad zu dem Raum gehört. So, kommen wir zu einem weiteren Punkt und zwar schneidet er sich meine Stories so zusammen, wie es ihm passt. Ja gut, und klar, raus auf Klo, ja, es ist schwierig so, was interpretiert man damit jetzt, weil ich finde jetzt so raus aufs Klo sagt für mich aber schon, dass er aus, also diese beiden Zimmer sind halt ja irgendwo zusammen, die sind ja miteinander verbunden, das ist ja so ein Raum mehr oder weniger. Wenn sie sagt raus aufs Klo, finde ich, klingt das für mich persönlich schon so, dass sie halt diesen Raum verlassen hat. Aber okay, und das sind halt auch wieder so Wortklaubereien, wo man sich wirklich an so kleinste Wortfetzel irgendwie festhält, wo man dann auch sagen muss, jo, wie hätte man das richtig schreiben müssen oder nicht? Also ich glaube, da geht man noch zu tief in die Materie rein. Also ich finde schon, dass sie dann schon klar gesagt haben muss, jo, der hat den kompletten Raum verlassen, ist weg, bis man dann wirklich sagen kann, okay, die hat sich hier halt selber widersprochen, so, ne? Verfälscht letzten Endes die Aussage, die ich getätigt habe. Und zwar habe ich zum Beispiel in dem Unge-Stream gesagt, dass ich ihn nicht hasse, sondern er mir relativ egal ist. Das habe ich auch in meinen Stories mehrfach gesagt und ich habe auch genau erklärt, wie ich das meine, damit man das nicht falsch verstehen kann. Es geht mir immer noch, ne? Es geht mir nicht um dich, dass ich dich irgendwie bashen will oder bloßstellen will. Es geht mir einfach ums Allgemeine, dass es nicht okay ist. Oh, Mr. Incredible, Digga. Sorry, dich möchte ich hier nicht haben. Ich timeoute dich einfach mal aus Fairness, weil du mir schon länger folgst. Das war kein türkeifeindliches Shirt oder sonst irgendwas. Es ist ein ganz normales Shirt, was jetzt aus dem Zusammenhang gerissen wird. Und das merkt man auch, wenn man sich minimal damit befasst. Was soll sowas? Warum willst du jetzt irgendjemandem Türkeifeindlichkeit vorwerfen, wenn es halt nicht stimmt? Das verstehe ich einfach nicht, Digga.
Was soll das? So, bleib doch einfach bei den Fakten und sei vernünftig. Ja. So zu behandeln und dass ich deswegen was gesagt habe, weil ich mir dachte, so ganz ehrlich, ich kann das nicht so stehen lassen mit dem, was ich mit dir selber erlebt habe, kann ich jetzt nicht ruhig sein. So, und was macht er? Er nimmt Front, aber warum ist sie so stark geschminkt? Naja, wahrscheinlich, weil sie es hübsch finde, wa? Diesen Ich-hasse-ihn-nicht-Satz und zeigt dann im Vergleich die Chatverläufe mit meinen Freundinnen von 2016, die privat waren, ja, die privat waren, zeigt er dann so, dass ich ja dann negativ über ihn geredet habe und das ist ja dann quasi ein Beweis, dass ich ihn... Vielen Kanalpunkt, du bist in 100K. Ich guck mal gleich, ob ich dir die wegnehmen kann. Weil ich nach der Tat 2016 so mit meinen Freunden darüber geredet habe. So, und der springende Punkt ist, dass ich alles Recht dazu habe, privat mit meinen Freunden nach einer Belästigung sehr negativ über den Belästiger zu reden. Und ich habe diese Chatverläufe mit meinen Freunden überhaupt erst veröffentlicht. Natürlich darf sie das so. Ne? Das ist ja auch zum Beispiel genau das Gleiche. Ich wurde ja mal vom Fußball gesperrt, weil ich einen Schiedsrichter beleidigt habe im Stream und ich wusste quasi nicht, dass gestreamt worden ist. Und das Ding ist, dass das private Wort wird halt einfach geschützt, so vom Staat. Wenn ich jetzt, zum Beispiel, ich chatte jetzt mit ApoRed und beleidige Carina aus Übelste, ja, ich mache sie und ihre Familie komplett runter in ganzen Texten, wo ich alle Beleidigungen raushaue, die ich kenne, und ApoRed veröffentlicht das, kann ich nicht dafür angezeigt werden, weil der Gesetzgeber halt sagt, das ist in einem privaten Ding passiert, wo sie halt nicht dabei war und das ist halt quasi erlaubt. Weil sonst müsste man ja immer und überall darauf achten, was man halt sagt. Weil du könntest ja theoretisch immer aufgenommen werden, gerade in der heutigen Zeit. So, du sitzt in der Schule, keine Ahnung, Kollege drückt einfach auf Aufnahme beim Handy, du sagst eine doofe Sache und zack, kannst du da angezeigt werden für. Und da hat sie natürlich an sich halt erstmal recht, aber ich finde, es ist schon ein Indiz dafür, dass ja, man halt schon ja relativ negativ gegen die Leute eingestellt war. Ich meine, es ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, es ist ja nur danach wurde so geredet, sondern auch vorher wurde ja schon bereits gesagt, dass das alles Kackbratzen sind, so, ne, wo ich mir dann auch so denke, Bruder, ist aber auch schwierig auf jeden Fall, ne, das so, das halt so zu schreiben, wenn, da war ja halt vorher auf jeden Fall schon eine Abneigung auf jeden Fall da, ne. Natürlich, das hat Victor ja auch gesagt gehabt, glaube ich, irgendwie, ne, ich meine, soll man jetzt mit einem Strauß Blumen ankommen, wenn einem sowas halt passiert ist oder auch nicht, natürlich ist halt die Frage, aber wenn man halt sowas veröffentlicht, ist es klar, dass es halt einfach super unsympathisch rüberkommt. Ne? Also auch ich mache mich mit meinen Leuten privat über Leute lustig, ja. Blazen Daniel, auch ein gern gesehener Nacht, sage ich, Gast, um sich drüber lustig zu machen, auch heute noch so, ja. Aber trotzdem, beleidigen wir halt nicht so, ne. Und das ist halt so das Ding. Und dann so übertriebene Sachen reinzuposten, guck mal, das Ding ist halt, das haben auch Leute falsch verstanden, so bei meinem Video, gerade wenn beide Seiten keine Beweise haben, geht es einfach nur um Sympathie. Die Leute stimmen der Leute zu, die Person zu, die glaubwürdiger ist, und Sympathie macht 80% von der Glaubwürdigkeit aus so. Und wenn du dann halt solche Chatverläufe veröffentlichst, wo du ApoRed halt in Grund und Boden beleidigst, ja, wo ein Philipp Steuer sagt, ja, ApoRed reimt sich auf das ganz böse Wort, das kommt einfach unsympathisch rüber so. So, das ist halt genauso, keine Ahnung, wenn jetzt Chatverläufe von mir veröffentlicht werden, ja, wo ich halt Leute privat beleidigt habe, also über Freunde so, dann wäre ich auch übelst unsympathisch für die Person, weil die sich auch denken würden, Alter, was schreibt die denn da? Nicht, weil er mir vorgeworfen hat, dass ich die gefälscht hätte und dadurch ein enormer Druck auf mich ausgewirkt wurde, sodass ich die überhaupt veröffentlicht habe. Und es ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied, wenn ich direkt nach der Tat 2016 negativ mit Freunden im Privaten darüber geredet habe oder wenn ich halt jetzt sage, dass ich ihn nicht hasse und er mir egal ist. Wenn ich sage, er ist mir egal, dann meine ich damit, dass er nur einer von vielen Belästigern in meinem Leben war. So, ich habe aber auch nie gesagt, dass ich ihm neutral gegenüber eingestellt bin. Natürlich mag ich ihn nicht. Ich mag ihn überhaupt nicht. So, aber jemanden abgrundtief zu hassen, da ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied zwischen. Ich meine, wer mag seinen Belästiger oder ist dem neutral eingestellt? Höchstwahrscheinlich so gut wie niemand. So, und jetzt kommen wir mal zu der Respektlosigkeit, die er mir vorwirft. Und zwar haben wir ja in dem Unge-Livestream miteinander diskutiert, uns gegenseitig unterbrochen. Letztendlich können wir uns, glaube ich, darauf einigen, dass dieser Livestream vielleicht nicht die beste Idee war. Ja, ich meine, im Gespräch mit Unge hat sie ihn ja auch beleidigt. So, das ist ja nicht mal nur so, dass sie halt privat solche Äußerungen gebracht hat, sondern sie hat ja auch online, hat sie ihn ja Affe, Arschloch und Arsch genannt. So, ne? Also, zu was geführt hat und das ApoRed auch selbst schon bestätigt. Wenn ich dadurch keine 2000 Zuschauer mehr erreiche. Dass wenn man emotional geladen ist, auch mal lauter werden kann oder auch mal irgendeine Beleidigung fallen kann. Das stimmt, ich hätte nicht so ausrasten dürfen. Ich hätte auch das gar nicht sagen dürfen. Und du hast auch recht, 100%. Du hast auch recht.
Ich hätte, guck mal, sie ist nicht meine Freundin, du hast recht. Unter meinen Freunden, ich kann sagen, du Dreckiger, du Hässlicher, du was auch immer. Ich kenne sie nicht. Ich schwöre bei Gott, ich war einfach emotional. So, ganz ehrlich, kann ich verstehen, bin ich voll bei ihm. Es ist aber ein Unterschied, wenn in einer hitzigen Live-Diskussion, wo man sich die ganze Zeit gegenseitig hochschaukelt, da... Nein, eigentlich war das gar nicht so hitzig, ne? Brad ist ja wirklich sehr, sehr ruhig geblieben eigentlich in der Sache so. Mal Wörter fallen wie... Pass auf, es ist nicht okay, das zu relativieren und zu sagen, ja, ich bin halt so, das ist halt meine Art, ich bin halt ein Arschloch. Das ist kompletter Blödsinn. Das, du benimmst dich... Ja, Jungs, ich habe verstanden, dass Paola ein Video hochgeladen hat. Ich bin nicht blind. Wir gucken doch aber gerade noch ein Video. Was denkt ihr denn, was ich jetzt mache? Einfach alle schließen und sofort das Paola-Statement hochladen oder was? Junge, wir können doch kurz mal dieses Video zu Ende gucken und dann können wir uns immer noch das andere Statement angucken. Ganz ruhig, Leute, kommt runter. Ganz ruhig, okay? Ein klein wenig mehr. Gehobener Service und atmen. Hier wieder letzte Affe. Oder im Vergleich dazu ein 20-minütiges Video macht und durchgängig eine Frau komplett shamed. Und warum ist es denn schon wieder wichtig, dass sie eine Frau ist? Ohne, dass sie selber irgendeine Möglichkeit hat, da was zu sagen. Diese dreckige kleine... Diese dreckige, ehrenlose, dreckige Lügnerin. So. Vor allem das hat sich übrigens auch, wenn Leute halt einfach ihr Watermark hier draufklatschen. Digga, was hast du zu diesem Video beigetragen? Du hast einfach nur die Beleidigung von seinem Werk rausgekartet, einander gemacht und hochgeladen. Was gibt dir das Recht, dein Watermark hier drauf zu machen? Ich hasse solche Leute, wirklich. Abgrundtiefe Abneigung, Alter. Ein dreckiges Wesen. Diese dreckige, ehrenlose, niveaulose, dreckige, du dreckige, hässliche... Ja, weißt du, wenn man jetzt wirklich halt ein eigenes Ding daraus gemacht hat, jetzt so richtige YouTube-Kacke, da stundenlange Arbeit reinmacht oder sein eigenes Ding, okay, dann macht das halt. Aber daran merkt man doch, dass der einfach nur die Hoffnung hatte, dass es halt von richtig vielen Leuten halt benutzt wird und er deswegen halt das drauf gemacht hat, damit das irgendwie auf ihn zurückzuführen ist. Digga, du hast da 5 Minuten Arbeit reingesteckt. Das gehört dir nicht mal, Digga. UpRed kann dich halt einfach ficken, ey. Okay, du dreckige, hässliche Lügnerin. Ja, Marvin, aber ich kann halt jetzt nicht. Ja, ich streame halt jetzt. Ich hatte auch jemanden beleidigt. Danach muss ich noch Videos machen, weil wir am Wochenende weg sind. Dieses Video ist geschnitten, es ist aufgenommen, es ist vorbereitet. Da hat man viel Zeit, darüber nachzudenken. Ja, und ich meine, genau, der Unterschied hier ist halt auch einfach, dass UpRed sich halt entschuldigt hat, direkt, nachdem er das hochgeladen hat, so 20 Minuten später oder so. Und, er hat sich 20 Minuten später hat er das entschuldigt. Und sie hat sich ja nicht entschuldigt. So, sie hätte ja auch zum Beispiel, ich meine, sie hat ja 500 Stories gemacht. So, sie hätte ja auch einfach sagen können, jo, sorry, dass ich da beleidigt habe, so. Und dann wäre das ja auch schon wieder gegessen gewesen, hat sie aber nicht halt. Das ist nicht okay. Wenn man wutgeladen ist, macht man keine Videos. Ich glaube, da sollten wir uns auch alle drauf einigen. Ja gut, aber wenn man wutgeladen ist, sollte man da auch vielleicht nicht in so einen Livestream gehen. Also ich weiß nicht, das kann man ja immer auf beiden Seiten halt. Dass man doch bei Videos so ein bisschen mehr nachdenken sollte, als man vielleicht mit Freunden redet oder in einem Livestream redet. Man muss immer drauf aufpassen, natürlich, es können Ausrutscher passieren. War auch nicht cool von mir, absolut nicht. Aber gerade wenn es um Videos geht, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, weil es einfach viel überdachter ist, das Ganze. So, dann kommen wir zum letzten Punkt, den ich bezüglich seines Videos ansprechen möchte, und zwar die Erpressung, die er am Ende reingepackt hat. Er hat das Video begonnen mit, ja, hatet die nicht, und er hat es... Ach, sehr gut, also dies auf kein Konzept war natürlich jetzt nur darauf bezogen, wenn er das wirklich einfach, wenn er nur diesen Teil zusammengeschnitten hat und dann hochgeladen hat. Weil irgendwer hatte nämlich gepostet gehabt, dass er das zusammenschneidet. Und deswegen habe ich das jetzt einfach aufgeschnappt. Klar, wenn er jetzt ein komplett eigenes Video gemacht hat und das ist nur ein Teil davon, ist es okay, ne? Also, das habe ich aber auch gesagt, dass es dann okay wäre, ne? Ja, das stimmt eigentlich. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Endet Digga. Mit einer Drohung mir gegenüber. Ich meine, was ist das für ein Videoverlauf? Das ist absolut nicht cool gewesen. Es ist nicht okay und da kann ich allgemein nur ja, zu nee, sagen, sorry, es geht leider nicht. Wie gesagt, ich stream halt jetzt und ich werde alleine streamen und danach muss ich halt noch arbeiten und mich um Noah kümmern, weil wir sind halt, wie gesagt, weg. Sag am besten bei sowas immer vorher Bescheid, weil ich bin momentan gerade echt im Stress mit den ganzen Sachen, weil ich halt am Wochenende keine Zeit habe und dann sind wir in Hamburg und ja. In irgendeiner Form belästigt werdet, dann lasst euch nicht klein halten, lasst euch nicht Lügen aufbinden, lasst euch nicht erpressen, lasst euch nicht bedrohen oder zu irgendeinem Falschgeständnis zwingen, nur
weil man Angst haben könnte, dass ja irgendwas auf einen extrem zurückfallen könnte. Ich kriege auch den Hate meines Lebens gerade ab auf Social Media. Aber ganz ehrlich, manche Sachen muss man einfach eingehen. Ganz ehrlich, da muss man dann in dem Punkt einfach drüber stehen und sich nicht einschüchtern lassen. Und das werde ich auch nicht tun, mir da irgendwie Gedanken oder Angst zu machen. Wenn er meint, damit vor Gericht zu gehen, dann soll er das tun. Braucht aber nicht vorher irgendwelche Drohungen oder sonst was aussprechen, sondern dann soll er es einfach machen. Ich habe keine Angst davor. Ich lasse mich davon absolut nicht einschüchtern. So viel dazu. Würde mich echt interessieren, wie das vor Gericht ausgeht. Das würde ich wirklich feiern. So, jetzt hier mal ein kurzer... Ich denke mal, dass es fallen gelassen wird, weil es gibt ja, wie gesagt, halt keine eindeutigen Beweise halt dafür. Ein Spieler zu dem ganz aktuellen Video von ApoRed, in dem er letzten Endes genau das Gleiche macht, wie ich hier schon erwähnt habe, die gleiche Rhetorik, dass er einfach irgendwelche Sachen zusammenhangslos in den Raum wirft und die als Fakten und Belege hinstellt, die überhaupt nichts mit der sexuellen Belästigungssache zu tun haben. Zum Beispiel klammert er sich wieder an die privaten Chats... Jetzt gegen meine Freunde, wie zum Beispiel Philipp, und verlangt öffentliche Entschuldigungen zu Aussagen, die sich nach der Belästigung in einem privaten Chat mit mir getätigt haben. In denen ich schreiben kann, was ich möchte, da sie privat sind und die... Ja gut, aber ich meine, natürlich hat sie an sich recht, so, das ist halt eine private Sache so. Aber ich finde, wenn sowas öffentlich wird, würde es ehrlich gesagt schon gut und wichtig finden, dass man, das reicht ja schon in der Insta-Story oder so, einfach sagen, jo, ich habe das dazu ApoRed geschrieben, keine Ahnung, das war nicht so gemeint oder sorry, ich wollte dich nicht beleidigen, bla bla bla. Ich meine, der hat es ja ihm auch nicht ins Gesicht gesagt, so, ne, aber... Ich meine, ich finde, man kann da schon eine Recht, also so eine Stellungnahme einfach anfordern. So, er muss ja jetzt nicht heulend auf dem Boden liegen und ApoRed die Füße küssen oder so. Aber sie hat es halt öffentlich gemacht, er steht jetzt schlecht da und sollte halt dazu irgendwas sagen, wie es dazu gekommen ist. So. Und ja, ne, wahrscheinlich hat jeder von uns schon mal andere Leute privat beleidigt. So. Und das ist ja auch nicht so tragisch, aber ich finde, man sollte da auch ein ApoRed vielleicht dann einfach Wind aus den Segeln nehmen und einfach sagen, yo, Bro, tut mir leid. Und dann ist halt Ende. Auch nie an die Öffentlichkeit gekommen wären, wenn er mir nicht vorgeworfen hätte, dass ich die ganzen Chats gefaked hätte und ich das beweisen musste, indem ich die ganzen Chats offenlege. Von daher macht das gar keinen Sinn, dass er da irgendwas drin analysiert. Reimt sich da zum Beispiel zusammen, dass ich irgendwie anscheinend Apecrime beleidigt hätte, was überhaupt nicht stimmt. Er versteht überhaupt gar nicht den Zusammenhang. Außerdem waren Apecrime 2016 noch nicht mal auf der Gangtour, soweit ich weiß. Jeder, der auf Madeira war... Warte, was? Er versteht überhaupt gar nicht den Zusammenhang. Außerdem waren Apecrime 2000. Warte, daher macht das gar keinen Sinn, dass er da irgendwas drin analysiert. Reimt sich da zum Beispiel zusammen, dass ich irgendwie anscheinend Apecrime beleidigt hätte, was überhaupt nicht stimmt. Er versteht überhaupt gar nicht den Zusammenhang. Okay, außerdem waren gespannt. Apecrime 2016 noch nicht mal auf der Gangtour, soweit ich weiß. Jeder, der auf Madeira war, hat, glaube ich, gemerkt, dass ich mit Cengiz und Jan super klar kam. Die beiden sind so sympathisch und liebe. Und André von Apecrime damals habe ich nie persönlich kennengelernt. Und ich habe sie nie weder mündlich noch schriftlich beleidigt. Von daher ist das wieder irgendwas zu sagen. Ja, aber sie geht leider nicht darauf ein, was genau ihr vorgeworfen wird, ne, mit diesen Kackbratzen, weil das ist ja schon... zusammengereimt ist, wo er noch nicht mal den insgesamten Verlauf kennt. Und letzten Endes, was hat das Ganze mit dem sexuellen Belästigungsvorwurf zu tun? Nichts. Dann wirft er mal... Naja, ich sag mal so, das hat an sich erstmal alleine steht natürlich nichts damit zu tun. Aber es geht ja um das Ganze, wer halt lügt, wer ist glaubwürdiger. Und wenn, oder sie hat ja vorher gesagt, ja, sie hat ja gar nichts gegen ApoRed. Ihr ist es egal. Und wenn man dann aber im Chat schon bevor das passiert ist, liest die ApoRed und die anderen Kackbratzen so... Da merkt man ja schon, da war ja irgendwo eine Abneigung halt auf jeden Fall schon da, ne? Und das ist ja quasi der Punkt, warum das dann doch wieder halt dafür spricht oder darum, dass er doch dann was damit zu tun hat, weil sie in dem Fall ja schon irgendwo so ein bisschen gelogen hat und das schmälert ihre Glaubwürdigkeit halt wieder. Das Ding ist halt zum Beispiel, sie hat ja halt geschrieben, ja, bla 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 bla, Apecrime und die anderen Kackbratzen so. Ich meine, da würde es mich ja wirklich interessieren, was ist denn die gesamte Nachricht so? Ich meine, keine Ahnung, sie sagt jetzt halt einfach so, ja, ich habe die nicht beleidigt. So, aber man sieht es ja halt in diesem Chat so, da verstehe ich nicht, warum zeigt sie diesen Verlauf einfach nicht oder geht zumindest mal drauf ein, was genau sie eigentlich gesagt haben soll. So, es kann ja wirklich sein, vielleicht ist das ja wirklich ironisch gewesen oder so und es kommt im Chat raus, es kann ja alles sein, Digga. Ja, so, ja, ja, ich gehe jetzt hier zu den Kackbratzen und schmink die so, weißt du, so ein bisschen auch Spaß oder so, möglich, Digga, keine Ahnung. Aber sie sagt halt einfach, nö, ich habe die nicht beleidigt, aber zeigt da halt auch gar nichts. Also ich weiß nicht, das ist so, ja, weiß ich, fühle ich halt nicht. Also man hätte da wenigstens mal irgendwie den Chatverlauf zeigen können oder zumindest auf dieses Kackbratzen-Ding eingehen soll. Weil sie sagt einfach nur, ich hab's nicht beleidigt, aber man sieht's ja im Chat. Meinem Freund Tom indirekt vor, dass er
ein Nazi ist oder zumindest irgendeine. Ja, genau, das mit dem Shirt habe ich auch nicht ganz Abneigung verstanden. Gegen die Türkei ja. zu scheinen hat, weil Tom im Livestream halt dieses T-Shirt getragen hat. Fuck off humans. Oh ja, zeig Achseln, Alter. So, das ist ein T-Shirt von Killstar und aufgrund des Mondes hat er sich zusammengereimt, dass Tom anscheinend eine Abneigung gegen die Türkei hat. Und jeder, der im Alternativ- und Gothic-Bereich die Klamotten kennt oder gerne trägt, der weiß, dass ein Mond auf sehr vielen Klamotten ist. Und gerade bei Killstar ist das so das Motiv. Hier ist ein Mond, hier ist ein Mond, hier auf diesem Kissen, was ja auch von Killstar ist, ist ein Mond, das ist halt das Logo, weil es einfach in dem Gothic-Alternativ-Bereich halt so ein typisches Witchy-Symbol ist. Ja. Die Marke setzt sich auf. Also da finde ich, hat sie halt auch absolut recht. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass es halt so ist, natürlich sieht das jetzt in dem Fall halt vielleicht so ein bisschen so aus wie die türkische Flagge, aber ich weiß nicht, du kannst ja nicht mal, es ist ja nicht mal die Hälfte, du kannst dich einen Teil von einem T-Shirt rausnehmen und sagen, ja hier, aber guck mal, das ist ja hier total rassistisch und das ist voll der Nazi, so was soll das, so das kannst du nicht machen, Digga. So, das funktioniert meiner Meinung nach so einfach nicht. Also entweder, also du musst das T-Shirt halt schon als Ganzes sehen. So, das Einzige, was man sagen kann, okay, das kann man vielleicht falsch verstehen, wenn man nur den oberen Teil sieht. Okay, aber ich meine, man trägt ja normalerweise auch nicht ein T-Shirt unten verdeckt und dann nur das obere, weißt du? Deswegen, also, ja, das habe ich auch nicht verstanden. Weder bei Upright noch bei den anderen. Deswegen, also, an die Leute, die das hier im Chat auch einfach behaupten, die sollen bitte auch getimeoutet werden, weil sowas möchte ich hier auch ehrlich gesagt nicht haben, weil das halt so krass an den Haaren herbeigezogen ist. Ja, solche Sachen verstehe ich einfach nicht. Also, bleibt doch einfach bei den Fakten so, ja. Offiziell gegen Rassismus ein. Selbst die Models auf der Homepage sind von dick, dünn, schwarz, weiß, alles bunt gemischt. Und wie kann man da bitte drauf kommen, dass das in irgendeiner Weise eine Abneigung gegen die Türkei ist? Ja, ich weiß nicht, das ist halt einfach so das Ding, was mich halt, also bei Apoet stirbt, bei Carina bisher noch nicht so krass, aber vielleicht in leichten Ansätzen. Die kämpfen halt wirklich um jedes Mini-Ding. Also gerade Upright ja auch im letzten Video, das hat man ja gemerkt, wo es halt wirklich nur um so Kleinigkeiten ging. So, es ging wirklich nur um so richtige Kleinigkeiten, die da halt kritisiert worden sind. So, wo auf einzelne Worte eingegangen sind und so. Und ich weiß nicht, Digga, das triggert mich. Der echte TDU, danke übrigens. Wieso? Ach, danke schön für den Sub. Und danke an MXR übrigens für die Stufe 2 Sub, Digga. Vielen lieben Dank. Ich sehe auch Mond und Sterne, wenn ich mit einer schlechten Note nach Hause komme. Ich sehe da immer nur den Gürtel von meinem Vater. Hatten wir dieses T-Shirt Handwerk gekauft, weil so ein schwarzes Kätzchen drauf ist und wir jetzt vor einer Woche einen kleinen schwarzen Kater adoptiert haben. Witzigerweise ja, eine. Also für mich ist dieser Style halt generell einfach nicht so. Ne? Aber wie gesagt, das muss ja auch jeder für sich selbst wissen. Ich habe ja auch mal so Into the M und so getragen. Jetzt bin ich eher so. Auf chillig, fast schon ein bisschen schick aus, so ich fahre jetzt gerade Hemden irgendwie so ein bisschen, also hat ja jeder so seine Phasen. Für mich sind diese Sachen halt einfach überhaupt nichts, aber ja, wenn die damit glücklich sind, ist es halt in Ordnung. Türkische Angora, die den Familienstamm. Also es ist auf der einen Seite halt der beschissenste Beef ever, aber auch der mir am meisten Reichweite bringt, so deswegen feiere ich das. Also lasst auf jeden Fall ein Follow da, das dürft ihr nicht vergessen. In Ankara hat da die Familie, mit der wir befreundet sind, das Muttertier sogar aus der Türkei hat. Vor 2 Monaten haben wir noch einen Anti-Rassismus- Livestream gemacht, wo wir über $2000 gesammelt haben und uns lange über das Thema Rassismus unterhalten haben. Zudem hat Tom 2 Tage bevor ApoRed sein Video überhaupt hochgeladen hat, schon Stellung in seiner Insta-Story bezogen zu diesem T-Shirt und klargestellt, dass dieses T-Shirt absolut nicht rassistisch gemeint ist. Und trotzdem stellt ApoRed, mein Freund, in der Öffentlichkeit so dar, als wäre er ein Rassist. Und ganz ehrlich, selbst wenn mein Freund ein Rassist wäre, was er definitiv nicht ist, aber selbst wenn, was hat das mit dem sexuellen Belästigungsvorwurf zu tun? Rein. Naja, gut, man versucht halt jetzt den Gegenüber auch so ein bisschen einfach runterzumachen, ne? Das ist ja ganz klar. Man versucht halt jetzt so, man kann irgendwie Sympathiepunkte zu kriegen und dem Gegner halt zu stehen, weil man keine Argumente hat, so. Und ich sag mal, wenn der Freund jetzt tatsächlich ein Nazi wäre, so, dann wäre das schon echt krasser negativer Punkt einfach, ne? Das hat nichts damit zu tun, wer recht hat oder wer nicht, aber gerade bei sowas, wenn es halt keine Beweise gibt, dann geht es halt viel über die öffentliche Wahrnehmung der Person und da wäre dann halt einfach das Ganze relativ schwierig. Junge, danke schön hier. Das, was ApoRed hier. Nice, Stream Elements ein Sub geschenkt, Digga. Vielen lieben Dank. Also, du schenkst lieber einem Bot einen Sub anstatt einer echten Person, die mich hier unterstützt, aber vielleicht kein Geld hat.
Ehre, Digga. Mir ist es egal, ich kriege ja trotzdem Geld, ne? Aber versucht, ist einfach Ehre. Nur ablenken. Er möchte von dem sexuellen Belästigungsthema ablenken und versucht, Nebenkriegsschauplätze zu schaffen, um mich in irgendeiner Weise schlecht dastehen zu lassen und von dem sexuellen Belästigungsthema abzulenken. Und auch der Vorwurf, dass ich das Ganze nur wegen Aufmerksamkeit und Fame mache, ist einfach ein dahingestellter Vorwurf. Letzten Endes, das ist hier mein erstes und letztes Video zu dem Thema. Er hat mittlerweile schon 5 gemacht und wenn ich das irgendwie nötig hätte, von einem größeren YouTuber Fame abzugreifen, so dann würde ich einfach meine YouTuber-Freunde fragen, die viel mehr Abonnenten als ApoRed haben, wie zum Beispiel einen Julian Bam. So, dann würde ich mit dem Videos machen, wo er sich freuen würde, ich mich freuen würde, mein cooles Projekt zusammen macht und positive Reaktionen kriegt. Das, was ich ja hier von ApoRed... Ja gut, da hat sie aber schon recht. Also ich finde auch diese Aufmerksamkeitsding finde ich sowieso immer relativ komisch, weil ich meine, klar, sie hat halt jetzt ein paar Follower bekommen, okay, aber das war es halt auch. Und da ist auch die Frage, wie viele davon bleiben halt da, weil ein paar sind bestimmt auch nur gekommen, weil die halt den Beef interessant finden. Abkriege ist ja... So, ich hab zum Beispiel auch während der KS-Freak-Sache habe ich in 3 Tagen 30.000 Abonnenten gemacht. Und nachdem das zu Ende war, habe ich erst mal ein paar Wochen auch immer, wenn ich ein Video hochgeladen habe, so 100, 200 Abonnenten verloren, weil die Leute halt sich gar nicht für mich interessiert haben. So. Durchgängig Hate. Nur Hass kommt. Ich meine, ob man jetzt so viel Reichweite halt dadurch aufbaut, ist halt echt fraglich. Ne? Ich glaube, wenn du halt mit Julian Bam und Co. solche Videos machst, so, dann kommst du auf jeden Fall schon deutlich weiter. Ne? Kommentare, so, warum sollte ich mir das antun? Zumal er sich anscheinend gar nicht mit meinem Leben beschäftigt hat, denn ich bin nicht abhängig von Social Media. Das ist nicht mein Job. Ich kann mich auch ohne YouTube, Twitch und Instagram finanzieren. Krank, darüber sollte er mal nachdenken, dass ich das absolut nicht nötig habe, hier irgendein Drama zu machen, nur wegen Aufmerksamkeit. So, das war der kurze Einschub zu dem aktuellsten ApoRed-Video und jetzt geht's weiter. Carina ist komplett unglaubwürdig, das sage ich, obwohl ich obwohl ich sie eigentlich nicht mag. Ja, ich mag Carina eigentlich nicht, aber sie ist auch unglaubwürdig, ne? Dem Eigentlichen, worüber ich rede. Dann würde ich nochmal ganz gerne allgemein was zu der ganzen Debatte sagen, wie in der Öffentlichkeit von Außenstehenden damit umgegangen wird. Das ist halt leider ein sehr trauriger Spiegel der Gesellschaft, der einem hier vorgehalten wird. Denn es ist sehr schade, dass wenn man sich zu sexueller Belästigung äußert, darüber redet, dass man direkt geschämt wird, beleidigt, runtergemacht wird, kommen Morddrohungen, sonstiges, obwohl noch gar nichts klar ist. Und ich finde, das ist einfach ein Unding. Es ist okay, neutral sich das Ganze anzugucken oder auch parteiisch sich das Ganze anzugucken. Aber es geht gar nicht klar, dass das so in extreme Beleidigungen gezogen wird. Und ja, ich muss auch sagen, dass ich sehr enttäuscht war von Leuten mit viel Reichweite, wie zum Beispiel ABK, der diese Story hier gemacht hat. Boah, gut, Digga, ich wollte schon sagen, wenn jetzt Kuchen die Folge kommt, wäre ich aber hingefahren, Alter. Ich habe richtig Bock, ihm die Schulter zu massieren. Aber ich habe Angst, dass er dann sagt, dass ich ihn sexuell belästigen kann. Ja, okay, komm, aber das ist halt, also, das ist jetzt ja auch nicht weiter schlimm. Also, er macht sich ja quasi nur ein bisschen drüber lustig. Wenn ich irgendwann ApoRed sehe, da muss er mir auch die Schulter massieren. Safe, Digga, hundertprozentig so. Also, das finde ich jetzt, also, ich glaube, da hätte es bessere Beispiele gegeben als das. Ja, ne? Oder Monte, der diesen Twitter-Post hier verfasst hat. Sowas ist einfach nicht okay und sendet, wie gesagt, ganz, ganz falsche Signale. Denn wenn eine Person belästigt wird, angefasst wird auf sexuelle Art und Weise und das nicht möchte und das auch zu erkennen. Aber ich weiß nicht, ist die Schulter massieren sexuell anfassen? Also das ist jetzt wirklich eine Frage. Ich weiß, ich bin ja kein, ihr seid wahrscheinlich auch nicht Anwälte, aber man kann ja mal so ein bisschen drüber diskutieren. Weil ich sage nein, Digga. Ich sage ganz klar nein, das ist keine sexuelle Belästigung. Das kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. Ja, macht mal eine Umfrage, wie ihr das seht. Das würde mich wirklich mal interessieren. Laut der Definition ist das doch keine Belästigung, oder nicht? Weil, das Ding ist doch jetzt, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin jetzt Chef, so, ich gehe zu meiner Mitarbeiterin, weißt du, legst so eine Hand so auf die Schulter, so, ich habe keine Freunde, deswegen muss ich das mal sagen, so, jo, was machst du heute Abend, so. Gut, das ist jetzt natürlich dann kein Massieren, das ist dann halt nur Berühren, aber so dieses Massieren alleine ist doch dann, Dings, ist doch keine sexuelle Belästigung oder was. Ja, dieses Berühren an der Brust, an der Seite, gut, weiß ich nicht, da kann man auch sagen, war aus Versehen oder so, keine Ahnung. Also, sie hatte den Raum selber gezeichnet, der war ja schon sehr eng. So, also, kann ja tatsächlich sein, dass das wirklich aus Versehen passiert ist, so. Ne? Ich will das jetzt nicht irgendwie gut reden oder sowas, aber ich weiß nicht, für mich ist das keine sexuelle Belästigung, so. Ne? Das würde mich aber auch wirklich interessieren, was halt so ein Anwalt dazu sagt, um ehrlich zu sein. Also laut der Definition, das habe ich ja auch in meinem Video von gestern gemacht, ist es eigentlich keine so.
Achten gibt und dann trotzdem weitergemacht wird, dann ist das einfach nicht okay und da braucht auch keiner einem erzählen, die soll sich mal nicht so anstellen oder der. Zumal es hier nicht nur um Schulter anfassen ging, sondern da müssen wir mal Herr Solmecke fragen. Ums hier unter die Brust antatschen, Taille, schmierige Sprüche, jetzt Schulter anfangen zu massieren. Monte hatte diesen Post auch wieder gelöscht und eingesehen, dass... Ja gut, Monte hat aber auch nur, also hat nur gedacht, dass es nur daran massiert ist so. Da hat er dann auch eingesehen, dass er gar nicht so diese ganzen Informationen halt hatte, die wichtig sind, ne? Ja gut, es ist ja nicht nur massieren an der Schulter, sondern es ist ja gut, sie hat ja auch noch gesagt, na, was läuft heute Abend noch, aber das ist ja auch, nicht unbedingt sexuell, sondern ja, also das sagt ja im Endeffekt eigentlich nur, jo, man will halt was machen. Klar, auch Richtung, jo, ne, heute Abend würde auch mehr gehen so, aber das heißt ja nicht direkt, jo, wollen wir ins Bett gehen, so, weißt du, also ich weiß nicht, das ist so, ist halt ein schwieriges Thema, gerade bei solchen Gesetzen, finde ich, weil du darfst halt die Messlatte für sexuelle Belästigung nicht zu hoch machen, aber auch nicht zu niedrig. Weil wenn du es zu hoch machst, können die Leute sich zu viel rausnehmen, so, das geht nicht. Wenn du es zu niedrig machst, hast du das Problem, dass einfach jeder verklagt wird, so. So, dann rempelst du aus Versehen eine Frau an, weil es eng ist im Stadion, zack, sexuelle Belästigung. Dass das absolut falsche Signale gesendet hat, aber dennoch... Ich würde übrigens super gerne eure Kommentare lesen, aber es sind gerade tatsächlich zu viele. Noch ist halt dieser Post rausgegangen und etliche Leute haben ihn gesehen. Die Einstellung wird natürlich übernommen. Meine Nachrichten waren voll mit Frauen sollen sich nicht so anstellen. Und das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt, dass man sich überlegen muss, was man wirklich postet, was man schreibt im Internet, ob man wirklich ein Video raushaut mit solchen Beleidigungen. Das ist ja wie bei ApoRed, als er Silvi durchgängig beleidigt hat. Natürlich hat er es... Soll ich während dem Hype Train Primes haben, damit wir bessere Emotes kriegen? Nein, ich mache das danach, weil ich den Leuten nicht gönne. Wieder Ehrenmann. Zurückgezogen. Aber dadurch ist es nicht wieder gut gemacht, denn es ist trotzdem im Internet gelandet. Man findet es trotzdem überall und die Art wird einfach von jungen Fans vor allem übernommen. Vielleicht können wir alle... Ja, gut. Ja, an sich hat sie natürlich recht. Man sollte halt auf jeden Fall vorher drüber nachdenken, was man halt ins Internet stellt. Natürlich... aber ich weiß, ich finde das ein bisschen zu übertrieben, da jetzt so auf Monte halt so drauf zu hacken. So, ich meine, der hat was gepostet, der hatte nicht alle Informationen. Gut, das ist halt doof gelaufen, ne? Er hat es ja gelöscht. Gut, er hätte vielleicht danach nochmal ein Rechtfertigungsding auf jeden Fall machen können, dass er sagt, jo, sorry für den Tweet eben, ne, ich hatte nicht alle Informationen. Das vielleicht, oder er hat es ja zumindest in den Stream gesagt. Er hat ja gesagt, dass er diesen Dings gelöscht hat. Da haben wir auch drauf reagiert. Ne? Also er hat es ja dann zumindest halt auch eingesehen. So. Zusammen daraus lernen, dass man vor allem als... Und ich meine, im Stream haben das wahrscheinlich auch noch mehr Leute gesehen als bei Twitter. Ja gut, ich weiß, wie viel Reichweite er bei Twitter hat. Ne? Aber stehen da, nicht sofort anfängt zu haten, sich lustig zu machen, sondern wirklich sachlich an die Sache rangeht. Parteiisch kann man sein, das ist keine Frage. Aber bitte auf humane Art und Weise. Denn wenn es keine Beweise gibt, dann ist die Chance einfach viel zu hoch, dass man auf der falschen Seite steht. Und das muss man sich einfach bewusst machen, dass man nicht direkt verurteilen kann. Boah, aber ich finde es einfach cool, auf einer Seite zu stehen, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, das ist so, also ich habe mich jetzt eher für die Seite von ApoRed entschieden, aber ich finde das richtig spannend, so, weil irgendwann wird es ja bestimmt mal rauskommen. So. Und das ist so, oder so in 2 Jahren, Alter, oder so, wenn das rauskommt, so, das ist wie eine Tipico-Wette, so, weißt du? Und ich habe jetzt quasi drauf gesetzt, dass es ApoRed nicht war. Ja, und wenn das dann, das ist ja die richtig Spannung, so, weißt du, weil du hast dich positioniert, jetzt willst du natürlich auch wissen, was abgeht, meine Kamera ist ein bisschen abgerutscht, sehe ich gerade, machen wir mal wieder hoch und ein bisschen fester, wie meine Freundin das mag. Oh, jetzt muss ich ja wieder gucken, dass sie halt richtig drin ist, naja, so ist perfekt, oder? Könnte glatt noch ein bisschen höher, so, aber, genau, deswegen, also ich, das ist halt wie Tipico jetzt, so, du musst jetzt hoffen, dass die Wette kommt, Alter, wenn ich dann, gut, ich stehe halt dann nicht so schlecht da, ich habe ja gesagt, ja, ist mir eigentlich egal, aber, dass ich auch keiner Seite stehe, aber trotzdem ist es so, man will jetzt einfach das auch wissen, so, ne, und deswegen, und ich meine, ganz ehrlich, so, insgeheim, jeder hat eine Meinung, selbst wenn du sagst, nein, ich bin da komplett objektiv oder ich bild mir, ich habe keine Meinung, sobald du ein Video gesehen hast, hast du ganz automatisch eine Meinung, so, das ist komplett menschlich, so, ist ja auch nicht schlimm, so, aber steh wenigstens dazu. Dass man vor allem, wenn man viel Reichweite hat, nicht unbedacht Posts oder Videos in die Welt setzt, ohne sich dessen Konsequenzen bewusst zu sein. Und als außenstehende Zuschauer auch nochmal, dass man nicht wie ein Lemming einfach irgendwelchen Behauptungen glaubt, ohne irgendwelche Belege, Beweise zu checken und direkt loszuhaten. Denn es ist, wie gesagt, okay, neutral zu sein, parteiisch zu sein, aber alles andere geht einfach zu weit, da man auch sehr gut auf der falschen Seite stehen könnte, ohne Beweise. Was ich persönlich aus der Geschichte mitnehmen kann und was ich auch vielen anderen Frauen... Ja gut, aber ich meine, dann sollte man ja aber auch nicht, gegen ApoRed jetzt irgendwie hetzen oder so. Ja, weil man das halt auch genauso nicht weiß, ne?
natürlich auch Männern rate, ist, dass man sexuelle Belästigung viel, viel ernster nehmen sollte und sofort was sagen sollte. Ja, ich weiß nicht, natürlich sollte man sexuelle Belästigung ernst nehmen, und das ist auch wichtig halt, und es ist auch wichtig, darüber zu berichten und zu sagen, wenn halt sowas vorgefallen ist. Ich sag mal, das Problem in Anführungsstrichen ist halt einfach nur, dass es halt schon sehr viele Fälle gab, wo Frauen halt auch durchaus mal gelogen haben. Ich muss kurz gucken. Ja gut, mein Greenscreen ist noch drin. Naja, okay, ich dachte, der ist an der Seite weg. Dass halt Frauen sehr oft gelogen haben und deswegen ist man sich bei solchen Sachen halt generell immer unsicher. Okay, hat sie jetzt recht, hat sie nicht recht? Wie sieht das aus? So, das sind halt jetzt Sachen, die man halt gerne wissen würde. Ne, und ja, das, ich meine, so Sachen wie zum Beispiel bei Kachelmann, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, so, der darf selbst heute nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen mehr arbeiten, obwohl ja rausgekommen ist, dass halt die Frau gelogen hat, so, der ist einfach immer noch gefickt, weil die Leute von Anfang an dachten, jo, der hat die auf jeden Fall vergewaltigt, so, das muss man sich mal überlegen, so, ne, und deswegen ist es generell mit solchen Sachen halt immer super schwierig und ich finde, es ist halt so lange die Unschuldsvermutung, bis halt einwandfreie Beweise sind. So, es ist ja okay, dass sie das veröffentlicht hat, gerade wenn es schon mal so einen Fall jetzt gibt, aber ist halt trotzdem saugefährlich, ne? Für beide Seiten dann. Es ist gerade unter Frauen einfach normal geworden, belästigt zu werden. Das haben wir ja auch schon in dem Joko und Klaas Video gesehen, dass eigentlich jede Frau es kennt, belästigt zu werden. Und manchmal belächelt man das oder macht sich drüber lustig und sagt einfach nichts, weil es ist eh irgendwie gefühlt verlorene Lebenszeit, da irgendwie was zu sagen, zu machen. Aber letzten Endes ist das absolut nicht okay und man sollte da auf jeden Fall immer direkt reagieren. So, das war es jetzt auch soweit von mir. Das hier ist das erste und letzte Video, was ich zu dem Thema machen werde. Ich habe ja sonst nur Insta-Stories gemacht. Hab da jetzt nicht nötig, noch 10 Videos zu machen. Wie gesagt, es geht mir hier nicht um die Aufmerksamkeit. Es ging mir persönlich einfach nur darum, Silvi zu unterstützen, die damals belästigt wurde und dann von ApoRed so öffentlich im Internet geschämt wurde. Da wollte ich mich einfach solidarisch zeigen, denn ich denke... Ja, also ich weiß nicht, Digga. Das ist so, also die beiden Videos, die wir jetzt gesehen haben, fand ich beide nicht so krank. Also mich hat jetzt niemand wirklich überzeugt, um ehrlich zu sein. So. Also sie hat ein paar Punkte, wo ich zustimmen muss, ein paar Punkte, wo ich aber auch ihr widerspreche. Und bei ApoRed war es halt genau das Gleiche. Ne? Also ich weiß nicht, das Ding ist, ich glaube, es ist für beide Seiten einfach das Beste, wenn sie nichts mehr dazu sagen. Weil man sich nur noch im Kreis dreht, man geht nur noch auf Kleinigkeiten, man geht auf irgendwelche Wortfetzen, die man gesagt hat. So. Und ganz ehrlich, so kommt keine Seite weiter, kein Stück. Ich finde, man sollte das jetzt einfach so liegen lassen und sollte warten, bis Mimi was dazu sagt und dann wissen wir, was passiert ist.